Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Mad Battle of History oder so. Epic Mad Battle of History. Was machen wir heute? YouTuber. YouTuber. Wir hatten ja schon PokéTuber und diesmal haben wir normale YouTuber halt. Genau, die PokéTuber-Folge kam ultra gut bei euch an. Ja. Vielleicht. Und jetzt machen wir natürlich auch passend dazu noch ein YouTuber-Battle. Und da sind Julie Bam und Gurkensohn. Hey, finde ich gut. Tanzverbot und Apo Red. Hä? Wieso? Warum Tanzverbot, Alter? Was soll das? Weil Mamfaxo ist ja fett und faul. Ja. Ach so, okay. Ich habe irgendwie hässlich. So ein bisschen mehr an dieses Tanzverbot gedacht so und dachte, da kommt jetzt ein Kuriogel mit Toxic Orb. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Warum? Ja, warum Riolo Apo Red? Ja, guck mal, Riolo ist so richtig gold und bling bling und cool und schnittig und ist Apo Red schon. Findest du Apo Red cool und schnittig? Vor allem schnittig. Okay. So. Ja. Und er trägt sogar Iced Out Diamond, Alter. Und mega gut. Ne? Stimmt, jetzt stimmt. Geflext. Die gute Uhr da am Arm. Alter, Aurora-Schleier ist halt schon OP. Seit Aurora-Schleier, du, wuh. Da hab ich richtig Angst. So, bist du bereit für Julian Bam? Ja, nee. Holzgeweih. Okay, der physische Angriff ist, glaub ich, nicht so gut. Ja, meinst du? Ist meinst du? Okay, Julian Bam kann alles. Stimmt. Vor allem haben wir jemanden, der übel gerne tanzt und Tanzverbot. Mondschein, okay. Mondschein ist natürlich jetzt auch Wisst nicht so optimal. Wisst ihr, wie dumm Gurkensohn ist, Alter? Hey, nichts gegen Gurkensohn. Oh, Blockbefehl, finde ich gut. Finde ich gar nicht mal so gut. Wenn du jetzt noch Evoli dazu trägst, ja, dann wird es eine Weile dauern, um an Tanzverbot vorbeizukommen. Ich weiß auch nicht, was du meinst, Alter. Also. Aber das ist halt tatsächlich auch so, ne? Tanzverbot ist ja auch so hat dickes Fleisch. Also, ich meine das wirklich nicht körperlich. Ich meine das so, wie sagt man denn? Man hat ein dickes Fell. Das wollte ich sagen. Nicht dickes Fleisch. Dickes Fleisch, okay. Abgesang. Entschuldigung, Bam. Mach mal nicht diesen. Alter, hier herrscht Tanzverbot und singen auch. Ja. Was soll denn das? Ja, jetzt hat er gesungen und jetzt wird er bestraft. Aber Verfolgung, direkt. Alter. Wie viel Schaden macht das so? Ich dachte, du wechselst aus. Hey, das geht aber dafür, dass du plus 1 bist. Stimmt. Ist das schon in Ordnung von Gurkensohn? Feuersturm. Auf Gufa? Nee, okay. Na, Julian Bam. Okay, Gott Alter. Sei Dank. Gott sei Dank. Aber was mache ich mir Sorgen, Alter? Julian Bam wird nicht sterben. Der wird selbst diesem Abgesang noch entkommen. Ich bin mir absolut sicher. Okay, ich bin gespannt. Anders kann es ja im Prinzip gar nicht laufen. aber hey. Anders kann es einfach nicht laufen. Ist okay. Nee. Teleport. Ja! Oh, es klappt nicht. Okay. Ich dachte, es würde gehen. Ich dachte, man wechselt dann aus einfach. Ja, dachte ich auch, aber scheinbar nicht. So staffettenmäßig. Blitz, ja wow. Verstehst du so? Blitz, die Genauigkeit von allen senken. Stimmt, damit auch. Ey, das ist aber mega. Nee, nur von einem, okay, alles gut. Hätte aber auch gedacht, dass es von allen senkt. Aber scheinbar nicht. Ist aber mega die Strategy eigentlich so, ne? Genauigkeit senken, damit Abgesang auf jeden Fall so triggern kann und bis dahin nicht wirklich viel passiert. Finde ich gut. Guck mal, Blitz, Blitzkanone. Ist richtig. Man merkt, dass es YouTuber sind, die hier am Start sind. So, überall Blitzlichtgewitter. Ja, auf jeden Fall. Passt schon. Alter, der Abgesang ich gut, dass du. Wird rasieren, ja. Einfach. Er wird rasieren. Ich finde nicht gut, dass du Julian Bam hier rausgenommen hast. Da muss ich erstmal direkt drauf reacten, Alter. Mit Unge. Let's go. Erstmal drauf reacten. Ich okay. finde immer, find immer gut, dass man Unge immer auf seine Dreadlocks reduziert, ja. Die er seit 40 Jahren nicht mehr hat. Ja, nee, das ist der Play, Leute. Das ist immer der Play. Ja, er hat das provoziert. Er wollte es so. Er wollte es genau. so. Wankelstrahl? Kriegst du jetzt Wankelmut als Fähigkeit? Ja. Belebekraft ist weg. Finde ich nicht so optimal. Aber ist okay. Ist okay. So, Gurkensohn. Jetzt mach mal was, Alter. Magnetregler. Nee, finde ich in Ordnung. Magst du vielleicht zufällig mal Gurkensohn angreifen? Könnte ich. Aber warum sollte ich? Ja, mach mal, please. Aber warum sollte ich? Bitte mach mal. It's a prank, Alter. It's a prank. Borschnabel. Nicht auf Unge. Oh, nein. Schöne Sache. Findet ihr überhaupt Sache. Nicht gut. Oh Gott, doch. Abgesang steht bei 1. Eine das Runde wird gleich mit den drei uns einfach gewesen sein. Möglich, ja. Wenn und ihr wisst genauso passiert. Gut wie wir, was das bedeutet. Und ihr wollt nicht, dass es wiederkommt. Ich aber bin ja für das Apo Red Kehrtwende einsetzt und der andere Tanzverbot. Abgangstirade oder so, ja. Ich wollte eigentlich wollt halt keine sagen. Wirkung. Okay. Hä? 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 Hä?
Hä? Habe ich irgendwie Dings eingesetzt? Umwandlung? Nee, eigentlich nicht. Echt nicht? Nee, eigentlich nicht. Warum hat es keine Wirkung? Gyro-Ball? I don't get it. Aua. Ich weiß es nicht, warum, was da passiert ist. Keine Ahnung. Ist weird. Elektrifizierung. Wow. Okay, Abgesang steht bei 0. Gurkensohn weg. Ja. Soll ich dir was sagen? Es war gar nicht Gurkensohn, Alter. Es was? War eigentlich Rezo. Nein. Ja, deswegen solltest du es mal angreifen. Weil das war ein Zorua in Shiny, weil das hat so eine schöne blaue Locke. Ah. Das hat richtig gut gepasst eigentlich. Stimmt. Ja, und jetzt stirbt Gurkensohn. Und jetzt kommt einfach Gurkensohn wieder rein. Ja, ja. Das ist jetzt nicht so optimal. Die Inception. Über die Gurkenception. Ja. Was ist los? Gurkensohn und Tanzverbot und Apo Red, die sind irgendwie ein bisschen präsenter als Julian Bam. Der wurde halt direkt rausgehauen. Ja, so Prank Bros. Den finde ich gut, den finde ich gut. Und Gronkh. Gronkh kommt. Also findest du, dass Gronkh so ein Schrank ist, der mit Säulen umher hantieren kann? Ja. Okay. Ich glaube offiziell ja. Offiziell ist das so. Na gut. Und es wird noch besser werden. Ist es so? Mhm. Oh Gott, ey, Dodu kann aber echt reinhauen, wenn es will. Oh, Schmarotzer. Auf Kufa, komm. Nee. Auf Kufa. Aber Unge tankt das. Chip Damage ist guter Damage und du hast keine Belebekraft mehr. Gut, du kannst eh nicht mehr rauswechseln. Erdbeben? Yeah! Da sind die Prank Bros raus. Aus der Nummer. Die sind komplett raus. Gronkh juckt es gar nicht. So, Metronom Gronkh, los geht's. Feuer frei. Autotomie. Feuer frei. Ankerschuss. Auf Kufa. Okay. Jetzt lass doch mal Unge. Unge. Lass doch mal Unge. Unge in Ruhe. Mann, was hat er dir getan, Alter? Der gute Unge. Der Unke? Okay, Z-Move. So mit dem Z-Move, wegen seiner Eis-Out-Gurke, finde ich gut. Das haut dich auseinander. Z-Feen-Move, let's go, Gurke. Alter, entzückender Sternenstoß. Ab ins Ohr, hast bitte du das gesehen, die Gedärme Danke. Von Gurke. Sieht man die jetzt nochmal? Nee, schade. Alter, Gurkensohn vernichtet Alter. Die Prank Bros quasi. Du spielst heiß, ob Gronkh. Heiß ob Gronkh. Finde ich ein bisschen übertrieben. Naja. Alter. Weil Gronkh so der heiße Shit ist? Das oder? War, das war, ja, weil er immer in den Trends gelandet ist. Immer. Okay. Oh, ey. Oh nein, Mann. Ich wusste, dass es passieren würde. Sieht man das? Das ist eine sehr häufig gestellte Frage in letzter Zeit. Iced out! Ist out! Aber eigentlich ist es immer noch ziemlich in. Wir können uns das einfach nicht leisten. Warum nicht? Warum supportet ihr uns nicht ein bisschen? Wir entschuldigen uns für diesen emotionalen Ausbruch und machen nun weiter mit dem Win der Woche. Simon Unge hat vor 5 Wochen Level 60 in WoW erreicht. Wir gratulieren herzlichst zu diesem Erfolg, der die Welt bewegt hat. Woo! Allerdings sind wir natürlich auch sehr traurig, dass wir keine weiteren Schlafstreams sehen können, in denen er sich vor seinem Hund erschreckt. Und damit zurück zum Live-Kampf. Wir sind zurück aus der super Werbeunterbrechung. Lasst mal kein positives Feedback für dieses Feature da, Leute. Es stört uns in unserem Flow, ja, andauernd von der Redaktion unterbrochen zu werden. Im okay. Flow. Halbblockade. Oder muss ich dringend los? Ich würde mich schon ganz gerne heilen können, ehrlich gesagt. Muss ich dringend los? Erst nimmst du mir meine Belebekraft weg, dann das. Oh, Härtner. Ja. Du gleichst ja gerade mein Halsorb aus, was soll denn das? Ist auch gut so, glaube ich. Ja, also krasses Battle. Unge gegen Gronkh und die Prank Bros gegen Gurkensohn. Dann Qualität kommt Säure! Nicht so Qualität. Da muss ich aber dringend los! Uff. Das ist gar nicht so geil. Aber ich glaube, Säure ist eine Giftattacke, die nicht vergiften kann, ne? Gibt's gar nicht so viele von. Heilung. bringt sowieso nichts, aber, also, habe ich nicht benötigt, aber ist ganz gut, weil vorher ja direkt stand, so Heilung wird verhindert. Ja. Und dann kommt genau Heilung. Der Move, der quasi besser drauf passt als alles andere. Aber hey. Na gut. Fadenschuss. Alter, du bist sowieso schon langsamer als alles, was ich höre. Ja. Das stimmt. Aber ich setze gleich den Bizarro-Raum auf. Ah. Oh. Vielleicht. Klingt drastisch. Du hast Bankmut.
Oh, stimmt, vierfach gesenkt dann, oder? Eisenschweif. Komm, Verteidigungsboost noch. Wow. Er stirbt einfach direkt. Prank Bros, Alter, ihr Lappen. Ihr der Dreckigen. Unke hat euch richtig weggedisst. Der Unke. Der Unke. Hat euch weggedisst. Straubler. Ja, ist okay. Übel guter Move. Aber plötzlich steht es 2 zu 1, oder? Ja, hast du noch es was? Steht 2 zu 1. Oh, aber meine sind halt auch schon echt angeschlagen. Das könnte mal ein spannendes Battle werden. Prisma Laser. Hoover. Gucken halt so auch let's okay. Go. Ja, feuerfrei, oder? Ja, das wird kein sehr spannendes Battle, glaube ich. Naja, du musst nur ein Erdbeben rauskriegen, oder? Reicht das nicht schon? Ein Erdbeben reicht gegen Goofa. Na, Goofa, stimmt, Goofa ist noch relativ fit. Ja, das wird schwierig für dich. Ableitiv wäre jetzt mal schön auf Goofa. Oh, nee, bitte nicht. Bitte nicht. Wagemut. Gut, ja. RIP. Ja. Ich glaube, ich hätte sogar... Oh, das killt nicht mal. Stimmt, du hast super wenig KP. Ja. Ich hätte wahrscheinlich sogar Magenkrempler gehabt. Wenn du mich rausgenommen hättest, wärst du wahrscheinlich auch gestorben. War ein spannendes Battle. Wie ja mal. Ja. Und letztlich gewinnt, hat Gurkensohn hier absolut dominiert. Gurkensohn hat komplett dominiert. Von 1 an drin gewesen, bis stimmt. Zum Ende. Gurkensohn, Ehre geht raus an dich. Ja. Geht alle auf Gurkensohns Kanal und lasst Liebe da. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr natürlich gerne eine positive Bewertung da lassen. Und gleichzeitig, quasi im gleichen Atemzug, könnt ihr auch mal abonnieren. Und zusätzlich noch auf Blockys Kanal rübergehen. Ja. Denn auch da... Ja. Hab ich gehört, soll sich so der ein oder andere prominente YouTuber herum... Ja! Finde ich gut. Schleichen. Finde ich gut. Oder so. Ja, doch. Doch. Genau. Deswegen macht es auf jeden Fall mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wie gesagt, lasst negatives Feedback zur Unterbrechung da. Bis dahin. Und tschüssi.